Nein. Keine Ahnung. Ich weiß gar nichts über ihn. Ja, dann... Ja, okay. Ich würde es gern. Ich weiß nur, er ist für mich gestorben. Ja. Manchmal frage ich mich, wie mein Leben gewesen wäre, wenn er noch da wäre. Hat er mich Fahrradfahren gelehrt? Mit mir Hausaufgaben gemacht? Auf jeden Fall. Geschichten vorgelesen? Safe. Wäre er für mich da gewesen? Stolz auf mich? Wenn ich nicht weiter weiß oder Angst habe, stelle ich mir vor, was er zu mir gesagt hätte. Komm, ich will dir was zeigen, okay? Klärt jetzt das auf? Okay, krass. Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir? Okay. Du bist hier sicher. Fühlt sich vertraut an, als ob ich schon mal hier war. Sieh dir all die Deko an. Gab's eine Party? Na, ich glaube schon. Zu erledigen. Wohnzimmer dekorieren? Erledigt. Wein kaufen, ins Esszimmer stellen? Check. Zusätzliches Geschenk für Rose ins Arbeitszimmer? Ist versteckt. Okay. Also, wir wissen ja aus Resident Evil... Sie ist so winzig. Kaum zu glauben, dass sie eines Tages alt genug sein wird, mit ihrem Papa anzustoßen. Diese Stimme... Ist das... Dad? Ja. Hier muss ich als Baby mit meinen Eltern gewohnt haben. Ich wette, hier gibt's noch mehr Dinge mit Erinnerung an meinen Dad. Bei dem Song schlägt sie immer im Takt mit. Vielleicht wird sie Musikerin. Ob Dad ein Instrument gespielt hat? Who knows? Who knows? Davon kann sie einfach nicht genug kriegen. Ich wette, ich musste nie lang nach der Flasche schreien. Ja, das ist halt, ne? Zieh dich in Ruhe um. Was mache ich? Rose ist super wählerisch. Sie will nichts außer Früchtebrei. Habe ich schon immer Obst gemocht. Nicht schlecht. Das ist aber eine schöne Storyline, dass wir jetzt halt nochmal das erlebst. Oben? Ich gehe nachsehen. Dass du das nochmal erlebst oder sie erlebt halt, wie das mit ihren Eltern war. Oder mit ihrem Papa. Das ist schon schön. Das ist eine ganz besondere Melodie für uns. Das kenne ich irgendwoher. Ist schön. Das haben wir ja auch in dem Teil, haben wir das noch zusammengebaut, das weiß ich auch noch. Badezimmer! So, dann lass uns mal weiter gucken, weil hier dürfte nämlich noch das Schlafzimmer sein. Habe ich hier geschlafen? Hier haben eher deine Eltern geschlafen. Wird ihr der Strampler etwa schon zu klein? Kaum zu glauben, wie klein ich mal war. So klein waren wir alle mal. Wie schnell sie wächst. Sie wird von Tag zu Tag größer. Dieses Bettchen ist so klein. Ja. Aber ich weiß nicht, gibt es denn wirklich nur gute Erinnerungen? Oder werden wir auch noch was finden? Was eventuell nicht nur gute Erinnerungen sind. Am 2. Februar wird Rose 6 Monate alt. Und dieses halbe Jahr verging wirklich wie im Flug. Ich wollte diesen Moment und meine Gefühle festhalten, also habe ich sie aufgeschrieben. Ist aber, glaube ich, ein bisschen sehr schnulzig geraten. Wäre jedenfalls peinlich, wenn jemand das lesen würde, habe es also fürs Erste in eine der Kommodenschubladen getan und den Schlüssel zur Schublade hinten in meinem Lieblingsfoto versteckt. Ich frage mich, ob sie mir später mal ähneln wird.
Das war das Lieblingsfoto. Ich sah so glücklich aus. Wollen wir mal gucken, was der Papi geschrieben hat? Ein Brief an mich? Alles Gute, kleine Rose. Mein Geschenk ist ein Versprechen. Ich bin immer für dich da, was auch passiert. Ich werde jedes Jahr da sein, wenn du deine Geburtstagskerzen ausbläst. Ich werde dir Frühstück machen und dich jeden Tag zur Schule bringen. Ich werde da sein, wenn du schlecht geträumt hast und dir vorsingen, bis du wieder einschläfst. Ich werde dich umarmen, wenn du Kummer hast und dir sagen, dass alles wieder gut wird. Du bist mein Ein und Alles. Vergiss das niemals, Dad. Niemand liebt dich. What the fuck? Nein. Michael, hilf mir. Michael, nein! Wer war sie denn? Weißt du was? Ist es Miranda? Dieses Ding, das du suchst? Oder ist es Catherine? Ist nicht hier. Okay. Du hast den reinigenden Kristall nicht? Natürlich nicht. Für den musst du tiefer gehen. Viel tiefer. Arme Rose. Sie kann niemandem trauen. Warum tust du das? Niemand liebt dich. Und wenn du stirbst, wird niemand um dich trauern. Genug gespielt. Jetzt ersäufst du! Was? Ich war zuerst da. Zuerst? Was? Wie, was? Was? Wie zuerst? Bis sie nur dich! Wovon redest du, verdammt? Dann mach hinne! Hä? Lauf doch! Lauf doch! Was ist denn dein Problem? Es war doch timingtechnisch war perfekt abgetimt. Wollt ihr mich verarschen? Genug gespielt. Jetzt ersäufst du! Tu ich halt nicht, aber. Zuerst da! Zuerst? Also, was? Warum will sie nur dich? Wovon redest du, verdammt? Lass mich doch durch! Was soll ich denn jetzt anders machen, als dahin rennen, diese Pflanze kaputt machen und aus der Tür versuchen zu fliehen? Ich kann doch nichts anderes machen. Und mehr als rennen geht nicht. Also wir können eine Sache probieren. Indem wir gucken, ob wir gerade auslaufen können. Das können wir nicht. Okay, wait. Muss ich... Warum will sie nur dich? Lass sie kaputt machen? Wovon redest du, verdammt? Dann wieder zurückrennen? Guck dich an! Du lass mich doch in Ruhe! Du bist absolut nichts wert! Was ist dein verdammtes Problem? Ja, das ist wirklich die Frage aller Fragen, Alter. Was ist dein verficktes Problem, Fräulein? So, jetzt kann ich doch hier durch, oder nicht? Okay. Büschelweißes Kraut. Du bist einfach zu gierig!
werde, doch es ist nie genug! Hör mal auf! Sag mal! So, jetzt wo aber. Wo willst du denn hin? Ich will weg hier von dir. Sieh mal, deine Familie ist da. Schluss mit dem Scheiß! Ja, lass mich in Ruhe. Ich geh jetzt weg. Kannst du mich mal am Arsch lecken, kannst du mich mal. Mach hier den Scheiß auf. Tschüss. Ey, jetzt kommst du auch noch. Eine Gelegenheit gewesen. Ja, das war sie gewesen. Sie sollten nach ihrem Tod hier zu mir kommen. Was? Was? Wer? Was? Hör auf! Wie bist du überhaupt hier? Ja, weil ich bin hier. Und du nicht. Beeil dich. Ja, ich bin ja schon da. Gut, du hast es geschafft. Alter, sei vorsichtig, be careful. Wir sind noch nicht sicher. What? Evelyn? Dieses Mädchen? Evelyn, no. We still can't get out. Benutzt deine Kräfte an ihr. Okay, wait. Dann müssen wir einmal kurz Kräfte nutzen. I can't help once she's weak. You should be helped. Das sollte dir helfen. Okay, 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 okay. Ja, dann nimm es doch. Ganz ruhig, du schaffst das. Ja, okay, okay. Du entkommst nicht! Niemals! Ich war so ein liebes Mädchen! Sie hätten nach ihrem Tod meine Familie sein sollen! Au! Sie ist da hinten, Alter! Aber sie sind wie besessen von ihrer blöden alten Rose! Okay. Du stirbst hier! Nein! 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 Ich komme nicht raus! Nein! Wait! 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 Lass mich! Ich bin doch quasi draußen, oder? Wärst du nicht geboren, wäre alles perfekt gewesen! Ich war... I'm out of there. Ich wollte mich einfach dahinter... Verdammt. Okay. Okay, 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 okay. Save it. Du entkommst nicht! Niemals! Wir sind hinter dem Schrank safe. Stand ja auch. Wait a second und so. Du entkommst nicht! Niemals! Achte auf Windstöße. Sie sind wie besessen von ihrer blöden alten Rose!
nicht geboren. Wäre alles perfekt gewesen. Du stirbst hier. Hey, ich bin verwirrt. Wo bin ich? Du bist ein Nichts! Kein Entkommen! Hau! So. Wo gibt's denn hier noch so ein Viech? Ich hasse dich! Okay. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Kein Schimmer. Ja, warte, wir sterben jetzt eh nochmal. Weil ich habe, wie gesagt, echt keinen Schimmer, was ich hier machen soll. Ach, da. Okay, also wir haben da oben die Pflanze und wir haben da rechts die Pflanze. Was? Nein, nicht wechseln. Mal starten. Ja. Weil, ne, ist halt. Okay, aber jetzt kriegen wir es in den Chat. Du entkommst nicht! Niemals! So, flupp. Mach deinen Windstoß. Okay. Und noch ein Windstoß. Ich war so ein liebes Mädchen. Komm, noch einer. Sehr gut. So. Komm. Sie hätten nach ihrem Tod meine Familie sein sollen. Aber sie sind wie besessen von ihrer blöden alten Rose! Okay. Du stirbst hier! Scheiß, wenn ich. Was ist jetzt? Wärst du nicht geboren, wäre alles perfekt gewesen! So, ja, weil sie da ist. Oh shit. Wait a second. Okay, warte. Wir machen das jetzt kurz weg. Jo, setzen uns kurz nochmal hin. Komm, jetzt mach. Scheiß was. Du bist wertlos! Ein Licht! Ein Monster ohne Freunde! Warum drücke ich denn immer die falsche Taste, Mann, Alter? Kein Entkommen! Nein! Aufhören! Ja! Okay, wir haben es geschafft. Meine Fresse. Ich kann nicht glauben, wie nutzlos ich bin.
Was Alter Falter. Geh weg! Ist okay. Das ist alles deine Schuld! Was habe ich jetzt und damit zu tun? Nie im Leben bekommst du, was du willst! Klaus, pass auf! War das? Gib nicht auf, Rose. Finde den Kristall. Michael? Bist du da? Rose, pass auf! Ja. Hat mich gerettet. Aber er hat's nicht geschafft. Er klang genau wie Dad. Ist Michael mein Vater? Gib nicht auf, Rose. Finde den Kristall. Dank ihm kann ich weitermachen. Ich muss diesen Kristall finden. Ja, krass. Ich muss weiter. Wenn auch ohne Hilfe. Okay. Okay. Na dann, gehen wir weiter. Ich würde sagen, wir würden jetzt einmal kurz save. Okay, gesaved. Weiter geht's. Warum gibt's jetzt hier schon wieder sowas mit dieser Tür? Was macht das denn hier draußen? Ja. Warum? Oh, warte mal, habe ich wieder meine. Ich hab wieder meine Sachen. Sehr geil. Munition. Munition. Ich hab meine Waffen wieder, ey. Es ist so. Das ist nice. Das ist eher so nicht so nice. Wo zur Hölle bin ich? Was ist das für ein Ort? Ach du Heilige. Das ist das Ding, wo wir mit Chris am Ende waren. Wo war alles irgendwie, ich dachte, es ist alles weg. Also, weg im Sinne von Richtung des riesigen Kerns gehen. Ja, nee, ist klar. Wer bist du denn? Muss ich mal zielen? Achso, auf den. Ach, das ist Rose. Was? Wieso ist sie jetzt nach da gegangen? Okay, dann folgen wir. Warte. Nehmen wir noch mit. Wo ist sie denn hin? Hallo. Arznei, nehmen wir mit. Hier sind die. Sie sehen aus wie ich. Genau wie im Schloss. Okay. Wieder Rose. Okay, vielleicht auch nicht Rose? Okay, ihr seid doch Rose, aber irgendwie anders. Ich bin noch stärker als vorher. Okay. Ich nehme das mit. Wenn ich die so umhauen kann, ist mir das egal. Warte, hier haben wir noch was? Pistolenmunition? Ich glaube, wir brauchen ganz viel Munition aktuell. Ja, du, ist mir egal. Ist mir egal. B.
Wir holen uns jetzt erstmal super viel. Dafür habe ich keine Zeit! Munition? Was ist denn? Lass mich durch! Lass mich doch durch! Wo geht's denn hier hin? Ich muss diesen Kristall finden. Okay, wir können hier runter. Okay.